Hallo und herzlich willkommen zum neuen Zeitkapsel-Video. Dieses Video kommt am 26.06.2023 raus. Zu diesem Drehzeitpunkt, wir haben den 21.10., also ungefähr in 4,5 Jahren. Ich habe mir hier Notizen auf der Laptop gemacht, deshalb werde ich das jetzt so alles nach und nach abarbeiten. Es wird von der Fragegebung relativ identisch sein zum ersten Zeitkapsel-Video, weil ist ein gutes System. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie verlief der Heilige Gral und wurde ich gepusht? Ja, das ist eine Frage, die kann man jetzt so in den Raum stellen. Und ich muss jetzt in die Zukunft denken. Also ich schätze schon innerhalb von 4,5, 5 Jahren, dass man den Heiligen Gral schon in irgendeiner Art und Weise fertig bekommen hat. Wie viel mehr, das wird sich dann auch noch zeigen. Ich hoffe, dass es peu à peu immer wieder was rausgekommen ist. Der Push, tja, das ist echt eine sehr gute Frage. Da muss man Connections haben. Ganz ehrlich, wenn ich da nicht irgendwie gescheite Connections irgendwie mal hingekriegt habe, dann bezweifle ich ein wenig, dass da ein Push in jetzt nochmal 5 Jahren kommt. Oder ich muss irgendwie so ein Video gemacht haben, was in irgendeiner Art und Weise irgendwie einschlägt. Aber das habe ich auch schon bei anderen versucht. Ich versuche ja in verschiedene Richtungen zu gehen mit meinen Videos. Die zweite Frage ist die Abo-Frage. Das ist eigentlich genau die identische Frage wie vom anderen Zeitkapsel-Video, ob ich jetzt mal mindestens die 100 bis 1000 Abos habe, ja? Oh Mann, meine Fresse, ey. Im Moment habe ich, ja, 65. Ja, toll. Um die 17.000 Aufrufe insgesamt. Und dass halt da eine Community entstanden ist, die halt auch irgendwas postet, irgendwas tippt, irgendwie mit mir agiert. Das ist nicht einfach, wie es in der letzten Zeit einfach oder generell auf meinem YouTube-Kanal ist. Als ich fühle mich halt so, als ob ich meine Videos gegen eine Wand oder gegen einen Spiegel ballere, erzähle, Bericht erstatte, irgendwie sowas. Die aktuellen Projekte im Moment ist immer noch das Podcast-Projekt quasi, das Video-Podcast-Projekt auf YouTube-Videos hochgeladen, bezogen. Da ist ja im Moment dieses Bioshock-Teile Podcast, wo ich darüber quatsche. Ja, das muss jetzt langsam mal online gestellt werden. Das kann ich aber erst mal, wenn die KIS-Folge fertig ist. Ja. Und leider tut mir im Moment wieder mein Patschähnchen weh. So viel Filmschnitt. Nicht gut. Beschissene Sehenscheinentzündung hier. Sonst bin ich immer noch an dem ganzen Hochzeitskladderadatsch-Videos dran. Also Junggesellenabschied ist ja quasi fertig. Auch wenn ich da immer noch von einem gewissen Kameramann, der vor Ort war. Wir dachten erst, es wäre ein Bild, aber es ist ein Videoausschnitt. Dass ich das noch irgendwie reinschneiden kann und dann wäre das erste von 3 Videos fertig, dann wird immer noch der Polterabend und die Hochzeit generell. Das wird noch ein riesen Schritt werden. Dritte Frage ist, ja, Crazy 5 Clips fertig geschnitten. Das wird ein Riesenprojekt, der ist ja, uiuiuiui. Ja, ob der jetzt fertig geschnitten ist, also mir geht es erstmal darum, dass ich zumindest von diesem, der besteht ja aus 5 Parts, also das eine wird die Katze sein, das andere wird die Ausbildung sein, etc. pp. Partys, bla bla bla. Und ich möchte, also in 5 Jahren sollte man definitiv, ich hoffe es zumindest mal, einen Part, alles was mit der Ausbildung zu tun hat, würde ich echt gerne mal fertig schneiden. Das sind auch seine 200-300 Gig, ey, also das sind massig an Stunden. Ja, wie geht's weiter mit Flying Pictures? Ist da noch irgendwas rausgekommen? Also das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, wenn ich in die Zukunft denke, wären irgendwelche anderen Live-Auftritte. Ich würde Summer Priest echt mal sehr gern, was wir da alles gedreht haben, mal veröffentlichen. Vor allem Calejon, John Don oder wie ausgesprochen werden. Das war richtig geil, weil da halt auch ein Rollstuhlfahrer gesurft ist. Also das war echt genial. Was haben wir denn auch sonst noch für Live-Auftritte? Wir haben mindestens 2 oder 3 Mal Wacken von vor unter 2015. Ja, viel mehr fällt mir zu Flying Pictures da im Moment auch nicht ein. Aber im Moment, also zu jetzigen Zeitpunkt, dauert es noch sehr lange, bis ich da wieder was reinballere. Ach, und dann kann ich hier auch gerade mal die Frage stellen, war ich in den letzten 5 Jahren eventuell mal wieder bei den Quietsch Boys und haben die mich oder vielleicht doch wir, Gott, was ist das Sache, ey, wir sie mal angesprochen, warum sie sich nicht gemeldet haben und mal ein Danke gesagt haben, ja? Weil wir machen ja kostenlose Werbung für sie mit den Videos, die wir von ihnen online gestellt haben, mit den Auftritten. Und das ist echt hart, dass die sich nicht gemeldet haben, wenigstens mal ein Danke gesagt haben. Ohne Worte, ey. Was und wie viel ist noch in dem kommenden Schneidprojektordner? Ich habe ihn leider gerade nicht hier. Ich habe gerade keinen Screenshot hier. Ich muss das jetzt aus dem Kopf schätzen. Sagen wir mal, es ist jetzt wirklich der eine Part von Crazy Clips weg, ja. Dann würde ich mal sagen, das würde, wenn man sich gut dran setzt, könnte man das auch relativ schnell schneiden. Diese ganzen kleinen Schnipselchen
Von der Technikshow habe ich ja noch vieles. Busy-Grafikvergleich, verschiedene Grafikkarten. Einen Physiktest habe ich noch. Oder vor allem der Kühlschrank-PC. Was ja nicht nur meine Idee war, sondern auch von zwei, drei anderen, vor allem amerikanischen YouTubern, die Idee war. Und die Säcke haben, tut mir leid, dass ich da jetzt wieder so ein bisschen aggressiv reagiere, aber das ist wieder so, das ist etwas, was ich nicht mag, Ideen klau. Oder wenn Leute auf die gleiche Idee kommen, ja. Die Kerle, deshalb bringt mich das so ein bisschen auf, haben natürlich mehr Geld zur Verfügung und können dieses Kühlschrank-PC, also wenn man die PC hat, den in einen Kühlschrank reintut, besser ja, testen und bauen und basteln und alles wie so einer wie ich. Ja, also es ist, das, deshalb, das ist krass. Also, und ich glaube sehr stark daran, dass mein Kühlschrank-PC vom Drehtag, also wann das gedreht wurde, ich glaube, das ist auch schon 3 oder 4 Jahre alt, früher ist als die Videos von diesen gesamten anderen YouTubern, dass ich da eigentlich der Erste war. Das kotzt einen wieder so an. Ich wüsste echt sehr gerne, ob ich es geschafft habe, die 8 Kochfolgen von Crazy Cooking gedreht und geschnitten zu haben. Das würde mich echt mal interessieren. Wenn das weg ist, plus die Technikshow, plus der Heilige Gral und plus der eine Part von Crazy Clips 4, dann wäre das wirklich Mods. Dann würde in dem Ordner ja nur noch Musikvideos, glaube ich, drin sein. Dann noch eine andere Frage, was halt zu diesen ganzen zukünftigen Schnittprojekten, wie das da so aussieht, noch gehört. Wäre, haben wir es jemals geschafft, in der Gruppe ein Offline-Filmprojekt fertiges Video zu realisieren? Also, man hat viele Ideen, die sind auch zum Teil aufgeschrieben oder zum Teil im Kopf. Dass man es jemals geschafft hat, in seinem Freundeskreis, in seiner Gruppe mit mehreren Leuten irgendwie ja, ein wirkliches Filmprojekt zu realisieren. Ist das jemals geklappt? Ja, ich habe keinen Bock, den Leuten hinterher zu rennen oder so und da der Meister von alles zu sein und alles zu organisieren, never ever. Da ist mir auch letztens was aufgefallen. Wir hatten schon im Freundeskreis seit Jahren mal vorgehabt, irgendwie eine Halle zu mieten und mal jeder, der jeden kennt, irgendwie eine fette LAN-Party zu machen mit 20, 30, 40 Leuten. Ja, aber selbst das zu stemmen, du kannst es nicht alleine stemmen. Ja, du gehst kaputt dadurch, das ist logisch. Es müssen mindestens 2 Leute da sein, die quasi hin und her watscheln und so nur die Spiele installieren, wenn die Leute es nicht gebacken kriegen oder sie nicht vorher drauf haben. Aber naja, bei Steam Games ist es eigentlich relativ easy. Dann brauchst du noch ein paar Switches, die Hardware, du brauchst Leute, die beim Abbauen helfen. Und natürlich muss jeder, der da hinkommt, muss einen Obolus bezahlen, weil die Halle kostet ja Geld. Ja, und es darf natürlich auch nichts kaputt gehen, nichts zu dreckig werden, etc. pp. Also, ich bezweifle stark, dass wir das jemals in Angriff nehmen, ja. Ich würde eher schätzen, dass irgendeiner, weil jetzt ist gerade so der Zeitpunkt, wo mein gesamter Freundeskreis auch so mit dem Studium und mit dem Meister kurz vor fertig ist und so. Und dass die dann irgendwann mal größere oder generell mal schöne große Wohnungen kriegen. Vielleicht kriegt dann der eine viele Größe ja hier an Israel in die Zukunft. Auch genial, ja. Worauf ich hinaus will, ist, der hat immer mal vor, so eine Art Zockerzimmer zu machen. Und da könnte man natürlich auch ab und zu mal LAN-Partys machen. Es muss jetzt nicht groß sein. Wenn da 4 Leute wäre so ein schönes Minimum. Aber wenn 8 reinpassen würden, wäre das optimal. Ja, das wäre echt schon echt eine geile Sache, ja. Gut, aber ich schweife zu sehr ab. Die nächste Frage wäre die neue 5-Jahres-Deadline. Dass ich quasi wirklich nur maximal 10 Jahre YouTube mache und dass ich dann wirklich mal weniger bis gar nichts machen soll. Denn es war ja ursprünglich gedacht, dass nach 5 Jahren eigentlich weniger sein soll. Ja, und jetzt sind quasi, wenn man die Zukunft denkt, ja wieder 5 Jahre vergangen. Und wie sieht es denn jetzt aus? Ja, also. Was mir dazu noch einfällt, gibt es vielleicht eventuell in der Zukunft noch beschissenere Richtlinien, dass es einfach für mich, so wie ich gerne Videos machen würde und veröffentlichen würde, eventuell unmöglich ist, in YouTube jemals wieder Videos zu veröffentlichen. Das kann auch passieren. Wir wissen ja nicht, wie es mit der EU, mit Artikel 11 und 13 so weitergeht. Ob jetzt Veröffentlichungen viel mehr gescreent werden müssen, das wäre zu hart. Dass ich nicht mal mehr ein Bild oder so einfügen kann, ja. Oh Mann, das. Ohne Worte, ohne Worte. Kommen wir zur Kamerafrage. Eine Hero, ja. Welche Hero wird es in der Zukunft sein und werde ich mir eine holen? Das habe ich hier noch so stehen. Genau, die neue Hero wollte ich mir erst kaufen, wenn quasi der noch zu schneidende Filmprojektordner ja, weniger oder eigentlich fertig wäre, ja. Jetzt kann auch die Frage stellen, gibt es ein neues Handy? Habe ich mir eine Hero der aktuellen Version gekauft? Wenn ich jetzt mal schätze, wie die Hero 7 Hero 7 ist ja quasi im Oktober, September, ich glaube noch im September herausgekommen.
Und es kommt ja meistens pro Jahr eine Hero raus. Wenn wir jetzt 7 plus 5 rechnen, wären wir ja schon bei der Hero 12. Aber ich glaube, so schnell werden die nicht sein. Ich schätze mal, es wird bis im Jahr 2023 die Hero, ja, 10 oder 11 maximal draußen sein. Man weiß auch nicht, ob es mit der Zahlenbelegung so weitergehen wird. Aber ich glaube, ich wollte noch was anderes hinaus. Ja, ich hätte schon gern wieder eine Art Hero, weil nur das da zum Film benutzen ist halt nur so lala. Und auch bei Partys oder wenn man so irgendwas mal wieder so, ach, das würde ich eigentlich mal gern drehen oder so. Und scheiße, man hat ja keine richtige Kamera. Oder das Blöde ist ja auch, es müssten viele Smartphones haben, wenn man was drehen will, was Video, geht der mit dem Bild, zoomt der quasi ein bisschen ran und man muss weiter weg die Kamera stellen. Die ist ja jetzt auch gute 2 Meter von mir entfernt oder mehr, ja. Mit der Hero wäre das kein Problem und die neue Hero ab der 7, es wird so ein Sprung sein für mich, das wird der Wahnsinn, ja, es hätte schon was. Wie sieht's aus? Gibt es irgendwie eine weitere Digitalkamera noch als zweite Videokamera? Im Moment liebäugel ich ja, aber ich werde sie mir wohl nicht kaufen, weil es einfach zu teuer ist. Mit einer Blackmagic Design Kamera, die hat auch Alexi Bexi vorgestellt, ich komme nicht auf den Namen, die kann 4K, aber volles 4K mit 4069 oder was das mal. 2000 schlag mich tot. Die Kamera kann HDR und die Beispielbilder, die man da gesehen hat, die sind echt, das sieht so gut aus. Ja, die Kamera kostet halt gute 1200 €. Das ist schon echt gut Asche. Dann fehlt noch ein Objektiv plus noch so eine Fast SD-Karte. Ja, also man ist da locker bei 1,8, 2 oder so. Und ganz ehrlich, solange kein Projekt oder so, oder solange hier von irgendwie Freundeskreis nicht mal so ein Filmprojekt jemals realisiert wird, reicht eigentlich das Handy und die Hero als Kamera aus. Da brauche ich ja noch eine dritte Kamera. Die gut, ja, 1,6 bis 2000 € kann man sich viel besser investieren in Autoreparaturen oder sowas oder ein neues Auto. Ja, da ist das besser angelegt. Ja, bringt ja auch nichts. Dann hat man sich die Kamera gekauft, benutzt die vielleicht einen Monat oder so. Oder der noch zu kommende Standprojektor wird noch größerer, erst recht mit 4K-Inhalt. Und dann verstaubt die Kamera. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ja. So, ja. Ja, das habe ich hier noch so stehen. Licht, mobiles LED. Je nachdem. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem Licht. Also, ja, aber in der Zukunft. Also falls ich mehr in Richtung Let's Plays gehe und so, dann könnten Softboxen vielleicht doch mal eine gute Sache sein, ja. Die nächste Frage wäre besseres Internet. Ja, also im Moment besitze ich 130.000er mit, was habe ich jetzt Upload 10? Es ist schon okay, aber es geht ja noch um Welten mehr. Das ist es ja. So, kommen wir mal zu meiner Lieblingsfrage und zu einer Mega-Frage. Wie wird mein zukünftiger fetter Tower-PC sein? Ah, yay! Ja, also das wüsste ich echt mal sehr gerne. So ein richtig neuer, geiler, fetter Tower-PC in verfickten 5 Jahren. Das hätte echt bestimmt geilen Style. Was habe ich denn so alles aufgeschrieben? Zum einen könnte man natürlich jetzt mal das Video verlinken von meinem jetzigen fetten Gaming-PC. Da hat sich ja eigentlich nichts geändert. Wie könnte denn jetzt der neue, fette, geile, mega Tower-PC so aussehen? Also was ich mir ja sehr gerne wünsche, ist, es gibt ja, was ich ja im Moment habe, ist ja diese 2011er Sockel-Gedöns. Also diese Arbeits-CPUs, die ja anfangen bei einer verschissenen TDP von 140 Watt. Und dieser gesamte fette Tower-PC, den ich im Moment jetzt habe, verbraucht im Idle 90 Watt und das ist zu viel. Und deshalb, das will ich nicht mehr haben, ja. Die einfache, normale, ja, normale Klasse, nicht diese Bearbeitungs-CPU, professionelle Klasse, brauche ich nicht, die verbraucht mir zu viel Strom, ja. Und am liebsten hätte ich gerne, das ist aber ein sehr krasses Wunschdenken, so ein i7 oder vielleicht heißt er bis dahin, also es gibt ja schon i9s, keine Ahnung, ob dann dafür schon auch der Name i9 noch gilt, ob der überhaupt noch da ist, weiß man ja auch nicht. Ich hätte halt gerne einen Prozessor mit einem T am Ende, der ist stromsparend und verbraucht nur 35 Watt. Das ist zwar fast das Identische, was es auch in Notebooks gibt, aber ja, was ich mir halt wünsche, also ich habe im Moment Cinebench-Punkte 1200 und es macht halt echt erst Sinn, diesen PC abzugraden, wenn es 2400, also doppelt so viele Cinebench-Punkte gibt. Die CPU, ja. Und wenn ich jetzt mal nach 5 Jahresrechnung gehe, ich sage jetzt einfach mal 3. Ich sag mal, ich hätte gerne bis dahin 3600 Cinebench-Punkte, wenn möglich. Wäre schon geil, ja. Und halt mit einer stromsparenden CPU. Es kann auch so ein Mittelding sein, die nur 90 Watt TDP hat, das würde mir auch reichen, aber so ein 35 Watt Ding wäre halt echt
genial. Es würde einfach fast keinen Strom ziehen. Ja, es wäre echt geil. Dann wäre natürlich noch die Frage, ob Intel oder AMD. Im Moment sieht es ja so aus mit der Ryzen X 2007er 8/6 Kern-CPU. Die ist ja in Schnittanwendungen besser als Intels Vergleiche. Aber dafür schlechter beim Zocken. Tja, ist auch die Frage, wie sieht es jetzt aus? Es kommt ja, es ist ja gerade der i9 9900K rausgekommen. Vor einer halben Woche, Monat kamen schon die ersten Leaks. Ja, das Ding hat halt seine 5, bis zu 5 GHz und 16 Kerne, aber es hat ja einen ungemeinen Stromverbrauch. Das Ding wird ungemein heiß. Das ist eine Fehlentwicklung meinerseits, nach meinem Wissen, was man so alles von Videos von der Bauer und so mitbekommen hat. Ja, also nicht zu empfehlen quasi. Ich wüsste echt gern, ob es dann die 11.000, die 12.000er Reihe gibt. Da bin ich echt mal sehr interessiert. Oder ob sie einfach mit einer 100er Stelle weitermachen. Keine Ahnung. Zu meiner Wunsch-CPU. Ja, ich hätte halt gern über 4 GHz und mindestens 16 Kerne. Es können auch 8 reale oder halt auch 8 virtuelle Kerne sein. Ich hätte halt gerne gerade Kernzahl, ja. 32 kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ja, ein Arbeitsspeicher hätte ich halt gern die 64 GB. Aber weil Arbeitsspeicher so schweineteuer ist, ich müsste 580 € für 64 GB DDR4 3000er RAM ausgeben, ja. 4 Module. Und ich hätte das halt gerne. Ich könnte natürlich jetzt auch noch 6 Module kaufen. Ich habe noch andere 2 Module, damit das schöner aussieht in meinem jetzigen PC mit 8 Modulen. Aber wenn man so auf die Zukunft denkt, wenn ich mir jetzt einmal so ein fettes Kit hole mit 64 GB RAM, DDR4 mit 3000er, das würde ja 5 bis 10 Jahre halten, solange da keine neue DDR, ja, rauskommen würde, quasi. Kernzahl, alles gesagt. Ja, beim SSD-Speicherplatz werde ich mehr haben als 1 TB für Filmschnitt. Und naja, ich habe es ja schon getestet, aber ich bezweifle, dass es mir was bringen wird, eine PCI Express SSD für Filmschnitt zu benutzen. Ich habe ja im Moment eine für C, da hatte ich mal ein Schneidprogramm, da hatte ich mal ein Schneidprojekt draufgeschoben, beides exportiert, aber wirklich viel schneller war das nicht. Ja, ich überlege ja auch echt, ob bei meinem nächsten Aufrüsten, ob ich mir wirklich wieder so eine PCI Express SSD reinhole, denn die kostet ja mal ein Hunderter mal mehr, damit man den gleichen Speicherplatz im Vergleich zu einer 2,5 Zoll SSD hat. Und das ist es mir vielleicht doch nicht wert. Die 100 € kann man sich dann besser in eine Grafikkarte oder in eine CPU investieren. Ja? Wie sieht der 4K-Schnitt in der Zukunft aus? Ja? Werde ich immer noch das Problem haben, wenn ich wirklich 4K mit 60 FPS exportieren will, muss ich ja im Moment das ohne Codec exportieren, damit ich die 60 FPS habe. Aber dann wird eine Minute verfickte 100 GB groß. Ja? Und dann brauchst du ja eine 6 oder eine 8 TB Platte nur zum Exportieren. Und das Blöde ist, das ist eine reine Schreibarbeit, da muss keine CPU rechnen. Das kann jeder Stromspar-PC rein theoretisch machen. Deshalb will ich auch in die Richtung dieses 35 Watt T Intel Prozessors oder sowas in der Richtung, ja. Hätte halt was. Oder ich habe ein neues Schneidprogramm. Oder ich schneide eventuell doch endlich mit Ubuntu. Oder ich arbeite endlich mal mit RAW-Dateien. Aber das geht ja auch nur, wenn man die neue hier hat. Gehen wir weiter in Richtung Grafikkarte. Werde ich jetzt eine oder werde ich zwei Grafikkarten haben? Ich habe hier eigentlich vor, mir zwei Grafikkarten zu holen. Zwei 2080 RTX, weil ich unbedingt mal zwei Grafikkarten haben will und ich will echt mal 4K 60 FPS ohne Probleme haben. Ich weiß, der Stromverbrauch ist hoch und wenn man irgendwann die zwei Grafikkarten jemals, wenn es soweit sein würde, kommen würde, wenn man die jemals tauschen würde, dann würde ich echt sagen, weil ja, es kostet halt alles. Ich glaube, nach noch, also wenn ich wirklich zweimal dieses quasi zweitbeste Topmodell kaufen würde, dass ich mir danach nur noch einfache Grafikkarten holen werde. Dass ich danach echt nicht mehr bis 700, 800 € pro Grafikkarte hochgehe, dass ich dann wirklich eher so im Bereich von 400 bis 500 € bleiben werde. Und dass ich halt immer so kaufe, dass es halt für mich einen guten Schub gibt. Und 4K mit 60 FPS, das sollte erstmal für eine sehr lange Zeit ausreichen. Das sieht gut genug aus, ja. Solange ich irgendwann diesen anderen Kantenglättungsmodus habe, USLLS mit dieser künstlichen Intelligenz und diese Spiegelung mit der Raytracing, dann ist das doch schon geil genug, ja. Also die Spiele müssen ja auch noch kommen. Ja, welche Grafikkarte könnte es denn sein? Also Nvidia lässt sich ja Zeit, ja. Also die bringen ja scheinbar jetzt echt so, wie es aussieht, nur noch alle 2 Jahre eine Grafikkarte raus. Und 2020 würde das ja dann die RTX 3080 sein,
2022 wäre das ja dann die RTX 4080. Und naja, da wird das Video zwar nicht mehr rauskommen, aber 24 wäre es ja dann die RTX 5080, ja. Würde ich jetzt mal schätzen, ja. Also würde ich ja entweder, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt 2019 die zwei Grafikkarten definitiv kaufen, die 2x2080. Wenn ich die jetzt mal 2 Jahre drin lassen würde, wäre 21. Ja, man muss mindestens eine Grafikkartengeneration überspringen. Dass man sich dann quasi entweder 22 oder 23, wenn dieses Video rauskommt, dann umsteigt von zwei Grafikkarten wieder auf einer. So könnte ich es mir jetzt vorstellen, ja. Ja, gibt es noch irgendwas anderes, Neues, Geiles in einem PC, was so rauskommt, was mal was Neues, was anderes wäre? Da könnte ich mir vielleicht noch was vorstellen, ja. Ist auch die Frage, ob ich mir jemals einen zweiten Monitor holen werde. Es gibt ja von Asus, der ist ja jetzt auch erst 1, 2 Monate rausgekommen, der kostet aber auch gute 2000 Euro. Der kann 4K, der kann 144 Hertz, was ich nicht unbedingt brauche. Der kann G-Sync, der kann HDR. Der kann aber auch noch, ich glaube, der hat auch 27, 28 Zoll. Der kann aber nach unten auf den Tisch, kann er das Asus-Logo ja, projizieren in Rot und an die Decke. Und hat Ambilight hinten. Der Monitor ist so pervers geil, hätte schon was. Ja, aber nee, ist definitiv zu teuer. Nee, nee, nee und nochmal nein. Ja, wie sieht es mit anderen PCs aus? Hier zum Beispiel, hier vielleicht auch dieser Laptop hier, wird es den noch geben? Ich bezweifle es. Habe mit dem auch meine Probleme. Keine beleuchtete Tastatur. Ja, okay, das sind vielleicht Luxusprobleme. Der hat aber keine Full-HD-Auflösung. Der Akku ist schwach und, na, ich weiß nicht, zu groß, 15 Zoll, zu schwer. Ich habe ja eine 8 TB für die digitalen Bilderfestplatte. Da ist jetzt noch, Gott, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, 3 oder so frei. Und ich bezweifle, dass ich da in den nächsten 5 bis 10 Jahren jemals eine neue Platte brauche, da, wenn ich wirklich mal alles fertig geschnitten habe und auch von meinem YouTube-Kanal auch mal in die letzten Jahre zurückgegangen bin und jemals das Video geschnitten habe, wo ich mal alle Outtakes und alle Hintergrundinformationen rausgeschnitten habe, dann brauche ich das Material nicht mehr. Dann fliegen da mal locker 500 oder 750 Gigabyte weg und dann hält diese 8 TB-Platte immer noch locker, ja. Bezweifle ich, dass ich eine neue Festplatte brauche. Die nächste Frage wäre, ist 4K generell angekommen im Wohnzimmer, auch im Internet, kann man es gescheit streamen mit HDR und pliplaplup? Macht es vielleicht auch Sinn, sich einen 4K OLED LCD holen? Ich glaube, das hat auch ich weiß gar nicht, hat der OLED, der Asus Monitor? Ich weiß es nicht, aber irgendwas in der Richtung war da, ja. Ja, macht Sinn, sich sowas zu kaufen? Besitze ich es vielleicht schon? Im Moment habe ich ja noch keinen Fernseher. Muss ja auch nicht. Kostet ja auch eine ordentliche Stange. Wie schaut es denn mit anderen Projekten aus? Ich habe hier jetzt noch drin stehen, das Podcast-Projekt. Geht das, also habe ich da jetzt in dieser Videoform mehr gemacht oder habe ich es hingekriegt, es als richtigen Podcast zu vermarkten und mache ich es mindestens mit einer weiteren Person, ja? Das wäre die Frage. Dann habe ich es jemals geschafft, meinen kompletten Schneidprojektordner oder davon halt viel fertig zu schneiden, dass ich mich dann endlich mal dazu bewogen habe oder endlich mal frei habe, um ein neues Hobby zu beginnen. Das wäre nämlich ein Launchpad, dass ich quasi Musik selber mache. Das wäre so eine Sache. Dann habe ich hier immer noch drin stehen, weil es war im letzten Zeitkapsel-Video drin und ob ich es hier machen werde, weiß ich nicht. Eigener Minecraft-Server, irgendwas in Richtung LAN-Party und Let's Play LAN-Party-Gedöns, LPMP. Gibt es sowas? Dann mache ich noch weiter mit Musikvideos oder mache ich richtige Musikvideos. Wie sieht es da in der Richtung aus? Und wie laufen generell, wenn ich sie überhaupt noch mache, Let's Plays, LPs? Das sind so die anderen Projekte. Wie schaut es damit aus? Ja, ich bezweifle jetzt noch als anderes Projekt noch dazu zu fügen, ob ich jemals was in Richtung Programmieren gemacht habe, ob meine zwei oder vielleicht habe ich bis dahin nur noch ein Raspberry Pi, das weiß ich ja nicht. Sind die irgendwie fest verbaut und tun die was? Ja, das wäre noch eine gute Frage, ob ich damit gearbeitet habe quasi, ja, oder programmiert habe. Ich mehr mit Ubuntu und Linux auseinandergesetzt habe quasi. Alles gute Fragen, ja. Mal wieder eine Frage, die ich beim letzten Mal auch gestellt habe. Habe ich irgendwelche Fans auf der Straße getroffen? Jetzt nicht das von der letzten Story erzählen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dass mich da das erste Lehrer erkannt hat. Gibt es irgendwie andere Stories, dass mich ein Fan irgendwie auf offener Straße
angeredet hat, etc. pp. Ja, wie sieht es so generell aus mit, ja, zwei Wohnorten eventuell? Ich nutze immer noch hier die Partyhütte bei meinen Eltern als Drehort. Habe ich es vielleicht hingekriegt, mir in meiner zweiten oder was weiß ich, dritten eigenen Wohnung oder was weiß ich, wie die Wohnung sein wird, irgendwie einen eigenen Drehort einzurichten, dass es das hier quasi erstmal nicht mehr gibt? Wie schaut es damit aus? Wie schaut es weiterhin aus mit Ideen rein zu Ideen raus? Keine Ahnung, warum ich das jetzt wieder machen muss hier. Ja, im Moment habe ich eigentlich. Nee, ich habe in meine Ideenliste lang nichts mehr reingeschrieben. Seit ungefähr einem Monat. Na, ist vielleicht auch besser so. Nächste Frage ist natürlich mal wieder die äußerliche Frage. Wie sieht mein Gesicht aus? Ich weiß, ich habe gerade ein bisschen Bart hier. Ich habe kürzere Haare wieder so ein bisschen. Hier kommen wieder die Locken raus. Ja, ich bezweifle, dass ich mir jemals es gemacht habe, mir mal meine Haare zu färben. Ja, meine Klamotten. Na, hier, so sieht es gerade aus. Diese Schuhe trage ich gerade. Ja, hier dieser College-Pulli. Diese alte graue Hose. Hier unten habe ich noch ein T-Shirt drunter von Loot für die Welt von damals. 2016. Ja, ist echt kalt in der Hütte. Wie sieht vielleicht meine ja, anderen Filmkollegen aus? Mr. Cool, The Brain? Oder habe ich vielleicht auch nochmal Slither and Error oder Deep Abyss jemals in irgendeinen Videos gemacht? Oder gibt es vielleicht endlich mal ein Video, wo alle fünf mit mir, Mr. Cool, The Brain, Red Arrow und Deep Abyss alle in einem Video drin sind? Gibt es so ein Video? Ja, das wäre mal eine gute Frage. Und da fällt mir auch ein anderes Video ein. Aber das geht auch erst, wenn ich die Hero habe, ob ich mich jemals daran gesetzt habe, einen Video zu schneiden, so 5 Minuten oder 3 Minuten lang, wo ich so Effekte mal mache, ja, mit After Effects arbeite. So ein Video hätte ich auch mal gern. Wie sieht denn meine berufliche Zukunft aus? Jetzt abgesehen hier von meinem Hobby der Medienwelt. Mache ich eventuell gerade meinen Meister im Jahr 2023? Da bin ich 33 Jahre. Nee, kurz vor 33 Jahre alt. Ja, echt hart, echt hart. Wäre eine gute Frage, ob ich bis dahin, ob ich gerade an meinem Meister bin. Aber ganz ehrlich, wenn ich das hier mal gerade in die Zukunft sagen kann, ich kann mich, glaube ich, erst auf den Meister konzentrieren, wenn hier viele Projekte fertig sind und auch keine neuen reingekommen sind. Würde ich mal sagen, komme ich jetzt mal zum Endwort. Ich lese das jetzt hier einfach mal weiter ab. Wirklich aufhören mit YouTube. 10 Jahre habe ich jetzt sehr viel Energie reingesteckt. Ja, einfach keine Videos mehr machen und auf den Push hoffen. Und maximal irgendwas mit Werbung machen. Irgendwie. Halt vorher noch ein passendes Profil und Hintergrundbild sowie einen passenden neuen Trailer machen. Dafür aber die aktuelle Hero kaufen und damit vielleicht noch was machen. Minimal. Ja, ganz ehrlich, ich habe das, glaube ich, auch schon irgendwo erwähnt im Twitter-Ding. Oder vielleicht auch in der KIS-Folge in diesem Jahr, also 2018, dass quasi man ist in einem, man hat sich eigentlich nur eine kleine Idee gemacht. Nehmen wir nochmal als Beispiel das Video, was ich hoffe mal herauskommt mit diesem Physik-Testvergleich. Mit zwei Grafikkarten, mit einer Grafikkarte, mit verschiedenen Grafikkarten. Da kam ich ja dann auf die Idee, ich habe jetzt ein Spiel, habe das mit drei unterschiedlichen Einstellungen getestet. Ich könnte ja noch ein anderes Game nehmen, aber dann mache ich ja wieder mehr Energie rein und es guckt ja eh keiner. Warum mache ich das dann überhaupt, ja? Dafür müsste ja erstmal von meinen Zuschauern ebenfalls eine Form von Energie in Form von Views, Kommentaren etc. pp. Oder mal wieder die Aktivierung der YouTube-Werbung kommen. Das geht aber auch erst ab einer gewissen Größe, dass ich dann auch sage, ich mache mehr als 100%. Ich mache noch das i-Tüpfelchen drauf. Denn im Moment denke ich mir auch noch so, hau die Scheiße einfach raus, ja? Was bringt es? Ja, es ist. Es fällt den Leuten doch eh nicht auf, wenn ich da jetzt noch das i-Tüpfelchen drauf mache. Ja? Und denke nur so, oh, das ist ein Video. Da bist du bescheuert, da denkst du dir auch nur so. Wozu habe ich da mir so viel Energie reingesteckt, ey? Aber 10 Jahre für einen YouTube-Kanal ist echt enorm. Ja, das ist echt enorm. Da kann man echt nur hoffen, dass man irgendjemanden trifft, der einen pusht. Oder dass ein eigenes Video einen pusht oder irgendwie. Ich weiß, ich habe es immer noch nicht gemacht mit. Ich hoffe, ich habe es vielleicht mal in der Zukunft gemacht. Aber dafür muss halt, wie gesagt, ein neues Profilbild, neues Hintergrundbild und ein passender Trailer sein, wo in den ersten 30 Sekunden quasi, weil dann die scheiß Zuschauer abschalten, weil sie keine Aufmerksamkeit mehr haben, die ganzen Deppen, ey.
Gott, wo ist die Medienwelt nur hingegangen? Obwohl in diesen ersten 30 Sekunden die ganzen Informationen drin sind. Wenn das alles fertig ist, danach quasi in eine Facebook oder in die ganzen YouTube-Facebook-Gruppen die ganze Zeit meine Videos reinbashen. Ja, mehr würde mir dazu auch nicht einfallen. Ja? Ganz ehrlich, zukünftiger Patrick, hör einfach mal auf. Ich wüsste echt gern, wie ich mich fühlen würde, wenn dieser riesige Berg an noch zu kommenden Schneidprojektordner einfach mal fertig ist. Oder wenn man einfach mal ein halbes Jahr lang nicht schneidet. Einfach mal Ruhe hat, nicht immer im Hintergrund haben. Da ist ja noch ein Projekt halb fertig oder ich muss es mal anfangen. Aber mit einem Hobby abzuschließen hätte echt was. Und da kann mir niemand was sagen. 10 Jahre. 10 Jahre ist schon. Das ist schon echt krass. Das ist echt krass. Und dass man da einfach keinen Erfolg hat, ist echt sowas von bitter. Das ist so. Ah, bäh, bäh. Ich weiß, ich sehe es schon. Ich habe schon ziemlich lange hier gequatscht mal wieder. Ich hoffe, es euch hat das Video gefallen. Ja. Mal sehen, ob ich. Ja, was soll ich mal zukünftigen? Ich hätte dazu sagen. Soll er hierzu ein Reaction-Video wieder mal drehen oder soll er es in der KIS-Folge erwähnen? Ich würde mal sagen, liegt an deinem Ermessen, wie es dir gerade so in deinen Zeitplan reinpasst. Machen wir es mal ganz anders, ja? Es liegt nicht an dir, ob du es machst. Es muss dir jemand in die Kommentare reinschreiben. Es muss eine gewisse Anzahl von Leuten geben, die hier unter dieses Video schreiben, wir hätten gerne ein Reaction-Video dazu, wie du auf dich selbst reagierst. Und ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Das schwebt mir da so vor. Welche Zahl nenne ich? Und ist sie nicht dann zu hoch gegriffen? Ich nehme mal eine Von-Bis-Zahl. Also ich sage jetzt einfach mal, zwischen 10 und 20 Leuten müssen unter dieses Video drunter schreiben, dass sie ein Reaction-Video hiervon haben wollen und vielleicht auch ihre Meinung dazu, wie es mit dem Kanal weitergehen soll. Ja. Dann wäre es das doch bis jetzt soweit gewesen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag in der Zukunft. Tschüss und bis denn. PS. Im letzten Zeitkapsel-Video habe ich ja auch gemeint, also an mich selbst, du machst jetzt mal von deinem jetzigen Schneidprojekt eine Pause. Das machen wir jetzt so ähnlich, aber ein bisschen härterer. Beim letzten Mal habe ich eine Woche gesagt, diesmal sage ich mal mindestens einen Monat. Okay? Also zukünftiger Patrick, mach mal eine Pause von deinem Schneidprojekt. Gedöns, wenn du im Moment was machst. Versuch es noch fertig zu schneiden, das jetzige, und dann einen Monat mal mindestens Pause. Genau. Gut, gut. Ja, dann tschüssi.